Heute zeige ich euch die krassesten Secrets in ganz Roblox Brookhaven. Und das ist wirklich der Wahnsinn, Leute. Ich habe geheime Nachrichten von Mr. Brookhaven gefunden und noch weitere krasse Sachen. Let's go! Okay, Leute, ich habe auf jeden Fall einen der krassesten versteckten Räume in ganz Brookhaven gefunden, Leute. Und wie wir den freischalten, plus was für einen Code man hier eingeben muss und was der macht, zeige ich euch jetzt. Und dafür gucken wir uns ganz kurz ein Video von Mayo an. Grüße gehen raus. Und wir müssen auf jeden Fall hier folgende Sachen machen. Nämlich erstmal auf dieses Ding hier drücken von der Agency. Das ist tatsächlich auch der erste Schritt, den man normalerweise machen muss, um das Portal in Brookhaven zu öffnen. Das machen wir aber heute nicht. Wir gehen stattdessen nämlich jetzt hier rein und suchen ganz kurz diesen Agency-Knopf, den wir jetzt sofort auch drücken werden. Let's go! Aber Leute, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Als nächstes müssen wir nämlich nach unten rein zur X-Ray-Maschine, wo wir dann etwas ganz Besonderes finden. Und zwar den Knopf, ja, den kennen wir aber auch schon sozusagen. Stattdessen müssen wir auf das Blatt Papier drücken, soweit ich das verstanden habe. Okay, Leute, absolut kein Problem. Dafür gehen wir ganz kurz nur hier nach unten und nach rechts hier rein, um ganz entspannt auf das Papier zu drücken. Vor allem, hier steht sogar noch irgendeine Notiz hier, die ich habe ich gar nicht gelesen. Warte mal. Everyone, jeder sagte, die Zeiten würden anders werden. Die Geschichte hat sich aber trotzdem wiederholt. Kann ich die Energiequelle pinpoint? Weiß ich nicht, was es heißt. Egal, wie es aussieht, um diese Welt hinter... Geschichte wird uns den Weg... Okay, gut, ich habe keine Ahnung, Leute. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich weiß nur, dass wir auf das Blatt Papier drücken mussten, was wir auf jeden Fall getan haben. Als nächstes fahren wir auf jeden Fall zu der Scheune, wo wir oben einen Knopf drücken müssen, der dann auf jeden Fall auch anfängt, rot zu leuchten. Okay, sehr gut. Oh Mann, Leute, ich bin super gespannt auf jeden Fall, was der Code am Ende machen wird. Aber ich kann euch sagen, es ist wirklich, wirklich schwierig, diesen Raum freizuschalten, Leute. Deswegen passt gut auf. Gut, wir müssen auf jeden Fall jetzt zum, zur Scheune, genau. Und da oben müsste dann dieser Knopf... Ich glaube, ich habe ihn sogar gerade schon gesehen. Gehen wir einfach mal ganz kurz, ganz entspannt hier hoch und drücken einmal drauf. Easy. Jetzt steht da oben irgendwas von TS Level 1 Authorized. Okay. Keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber sieht auf jeden Fall gut aus. Es sieht zumindest so aus, als würde es funktionieren, was wir gerade tun. Als nächstes fahren wir wohl zum verlassenen Haus in Brookhaven. Oh yeah! Okay, Leute, wir sind auf jeden Fall am Start. Moment mal, warte mal. Wer ist der Typ denn? Hallo, was geht ab? Alles gut bei dir? Nein, ich bin furchtbar gelaunt. Okay, und warum genau bist du furchtbar gelaunt? Guck mich doch an, ich habe überhaupt keine guten Klamotten. Wie soll man denn da glücklich werden? Ach so, ich an den Klamotten. Ich dachte, es liegt daran, dass du in einem ziemlich kaputten Haus wohnst, mein Freund. Und, aber ja, kann ich auf jeden Fall auch verstehen. Oh, weißt du was? Ich habe eine Lösung. Ehrlich jetzt? Aber selbstverständlich. Denn der lila Sandy Hoodie ist ein super tolles Weihnachtsgeschenk. Sehr gemütlich und das Allerbeste ist, man kann ihn sogar anziehen. Schaut auf jeden Fall gerne in die Videobeschreibung oder in den angepinnten Kommentar und checkt mal, ob ihr irgendwas Cooles findet. Wow, das gefällt mir ausgezeichnet. Danke, Mann. Jetzt erlaube ich dir auch gerne, dass du einfach so in mein Haus einbrichst und irgendwelche Secret-Sachen zu machen. Ja, oh, ja, richtig. Entschuldigung. Gut, auf jeden Fall, was genau wollten wir eigentlich hier nochmal? Okay, Leute, hier scheint es wohl einen versteckten Knopf zu geben und zwar genau da drin. Alter, wie schwer ist der denn zu sehen? Okay, Leute, machen wir auf jeden Fall ganz fix. Da, Moment. Oh, Alter, ist das schwer zu treffen. Hey, hallo. So, okay, jetzt ist der auf jeden Fall. Warte mal. 7 Energy Crystals released. Also 7 Energy Crystals wurden freigelassen. Und A19 Numeric Sequence approved. Keine Ahnung, was das auch immer heißen soll. Hey Mann, hast du eigentlich Bock, mir zu helfen, vielleicht die ganzen Kristalle zu suchen? Nein. Okay, dann eben nicht. Gut, dann lasse ich dich hier. Nice Shirt hast du, by the way. Okay, gut. Ach, Leute, Leute, Leute. Vor allem jetzt. Jetzt verlässt er einfach sein Haus und geht einfach. Okay, keine Ahnung, was der auf jeden Fall tut. Egal. Wir müssen auf jeden Fall zu unserem nächsten wichtigen Ort. Okay, Leute, jetzt müssen wir auf jeden Fall 7 Kristalle finden, um den Raum zu öffnen. Und das werden wir jetzt tun. Und zwar wird uns Jason jetzt alles zeigen. Gott sei Dank redet er nicht. Ich meine, was? Tut mir leid. Den ersten finden wir auf jeden Fall hier auf dem Krankenhausdach, wo der einfach in irgendeiner Ecke versteckt ist. Okay, Jason, könntest du vielleicht mal... Ah, das sieht doch schon mal besser aus. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mal ganz kurz zum Krankenhaus und schauen, ob wir irgendwo diese Dinger finden. Let's go! Und da sind wir auch schon. Oh, Alter, wow, ey, dieses Auto ist wirklich schneller, als es aussieht. Okay, wir müssen auf jeden Fall nach oben aufs Dach drauf, um da das neue Dingsbums zu finden. So, hier irgendwo in der Ecke war es auf jeden Fall. Ich weiß jetzt gerade nicht genau in welcher, aber ist auch nicht allzu wichtig. So, ah doch, da ist es auf jeden Fall. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall einen von 7 gefunden. Bleiben also noch genau 6. Mann, ich bin der Mathe-King. Aber vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir noch irgendwie Hilfe bekommen würden, damit das Ganze...
es auch schneller geht. Und deswegen werde ich einfach jemanden beschwören, per Ritual. Hallo, ich bin Sicherheitschef Max. Die haben mich gerufen? Nein, eigentlich wollte ich einen Kobold beschwören, aber hey, ich meine, bist du bereit, mir zu helfen? Aber sicher doch, ich bin Sicherheitschef Max. Deine Sicherheit ist meine Sicherheit. Und glaub mir, bei mir bist du 103% sicher. Okay, cool. Ich wollte eigentlich keinen Bodyguard, aber egal. Ich muss auf jeden Fall ganz kurz mal nachgucken, wo wir den nächsten Kristall finden. Kristall? Ist das nicht gefährlich? Dem muss ich auf den Grund gehen. Ha! Bist du der Sache auf den Grund gegangen? Okay, gut, egal. Also, den nächsten finden wir auf jeden Fall in der Kirche und zwar hinter dieser komischen Pflanze. Let's go! Also, auf geht's, Auto besorgen und einsteigen, mein Freund. Wir sind am Start und müssen zur Kirche fahren. Let's go! Warte ganz kurz, ist dieses Fahrzeug auch ganz sicher nicht verwanzt? Nein, ich benutze eigentlich immer Ungezieferspray. Warte mal, so, wir sind auf jeden Fall jetzt gleich bei der Kirche. Oh mein Gott, Alter, oh Gott, ich wäre fast von meinem eigenen Auto überfahren worden. Das kann ich nicht zulassen, das ist unsicher. Oh Mann, Alter, ich wünschte, ich hätte einfach niemanden beschworen. Gut, egal. So, da hinten ist auf jeden Fall jetzt dieses komische Kristallding ins Bummels. Und das ist der zweite von 7. So, wo finden wir den nächsten? Achtung! Was ist los? Was ist passiert? Wo sind die Feinde? Was ist denn? Oh, keine Sorge. Ich wollte nur ganz kurz den Panikmodus üben. Nur damit wir uns da verstehen. Falls es Stress gibt, bin ich derjenige, der den Stress löst, ja? Ach, ich glaube ehrlich gesagt, du bist eher derjenige, der den Stress anfängt. Aber, ach gut, egal. Weiter geht's auf jeden Fall mit der nächsten Sache. Und zwar müssen wir wieder ins Haus, Alter? Ins verlassene Haus? Oh Mann, von da kommen wir doch gerade eben. Naja, Leute, da hilft wohl alles nichts. Wir müssen auf jeden Fall wieder in dieses Auto steigen. Und komm schon, steig ein, mein Freund. Alles klar. So, warte mal. Das verlassene Haus ist auf jeden Fall... Warte, Moment, auf welcher Seite war es nochmal? Da ist die Scheune, das heißt, es muss eigentlich auf der Seite da hinten sein. Perfekt. Okay, Leute, wir geben jetzt richtig Gas. Und zack! Woohoo! Oh mein Gott, okay, jetzt wurde ich wirklich von meinem Auto überfahren. So, wir nehmen uns auf jeden Fall dieses Ding hier mit und haben daraufhin... Genau, 3 von 7 Dingern zusammen. Ja, ist das nicht cool? Aber sicher doch. Bist du dir allerdings sicher, dass wir die anderen 4 wirklich brauchen? Oh ja, das bin ich. Komm mit, wir haben noch einiges zu erledigen heute, denn die Leute warten ja auch nicht die ganze Zeit darauf, dass wir hier unsere Sachen sammeln. Okay, als nächstes muss Jason aufs Klo... Was? Hä? Moment, das macht überhaupt keinen Sinn. Oh, achso, okay, warte, wir müssen aber trotzdem weiter zum Totschlägergemeinschaftsschild. Was ist das denn für eine komische Gemeinschaft? Okay, egal. Auf jeden Fall soll es da wohl irgendwas geben und zwar... Aha, Leute. Na, schau mal einer an. Wir müssen auf jeden Fall jetzt das Schild des Totschlägers finden. Ist das nicht krass? Der Totschläger, ist das dein Erzrivale? Nein, aber... Schade, ich hätte gerne jemanden vermöbelt. Oh Mann, Alter, du bist wirklich echt komisch. Okay, egal. Wir müssen auf jeden Fall irgendwo hier hoch auf die Brücke oder auf was auch immer das hier ist. Und suche mal ganz kurz nach dem Schild. Okay, Leute, wir sind auf jeden Fall am Start hier. Und jetzt müssen wir da unten den einen... Oh, Alter, ist der gut versteckt. Ey, Mann, den sieht man wirklich kaum. Upsala. So, jetzt habe ich auf jeden Fall den 4. zusammen. Und wir brauchen nur noch 3. Für den nächsten müssen wir auf jeden Fall zu den Brookhaven Stables, wo die ganzen Scheunen natürlich rumstehen. Und in die kleinere Scheune reingehen. Sehr, sehr interessant. Okay, da sind wir. Oh, Mann, Alter, dieses Auto ist wirklich ein bisschen zu schnell eingestellt. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall hier ganz kurz in die Scheune rein. Und suchen mal ganz schnell... den nächsten Crystal. Oh Mann, Leute, in 2 Stück haben wir es auf jeden Fall geschafft und dann, oh, ich bin so gespannt, was passieren wird, Leute. Ich weiß es wirklich nicht. Ich mal gucken, was passiert. Ich lasse mich jetzt davon einfach mal ein bisschen überraschen und den nächsten Crystal finden wir auf jeden Fall Jason. Übrigens, Leute, für die, die mich die ganze Zeit immer fragen, warum ich eigentlich zu Mayo Jason sage, weil das halt sein echter Name ist. Ich habe die Frage schon so oft mittlerweile in den Kommentaren gelesen und so ein Kram. Okay, so, wo müssen wir auf jeden Fall als nächstes hin? Wir müssen, glaube ich, zum North Estate, wie es aussieht. Oder ist das das North Estate? Ja, das North Estate. Ist das okay? Perfekt. Und da oben finden wir auf jeden Fall irgendwo wahrscheinlich den nächsten Crystal. Okay, okay. Ich weiß zwar nicht genau wo, aber... Oh, okay. Er ist jetzt auf jeden Fall... Er hat einen kleinen Unfall gemacht in dem Sinne. Und da oben liegt auf jeden Fall der nächste. Alles klar. So, Leute. Ich würde sagen, wir machen da einmal den ganz faulen und teleportieren uns ganz einfach zum North Estate. So, warte. Das ist hier nämlich. Und dort müssen wir nichts weiter tun, als einfach über dieses Ding hier drüber laufen. Und irgendwo hier sollte das auf jeden Fall schon wieder sein. Warte, hier war das irgendwo? Oh Mann, Alter, Leute. Ich bin wirklich manchmal ein bisschen Ah, da. Perfekt. Okay. 6 von 7 am Start, Leute. Jetzt müssen wir nur noch den allerletzten finden. Und wo finden wir den letzten natürlich? Weil Brookhaven ist natürlich ganz schön fies und schickt uns wieder genau zu dem Ort zurück, wo wir die ganze Zeit vorhin waren. Aber das ist nur mal Brookhaven, Leute, und deswegen akzeptieren wir das einfach. So, wir müssen auf jeden Fall jetzt nochmal hier rein und finden den letzten Crystal auf jeden Fall hier hinter den Heuballen. Okay, Leute, und das machen wir ganz einfach, indem wir uns zu Haus... welches ist es nochmal? Haus 32 teleportieren. Und da sollten wir dann in diesem Ding hier etwas finden. Und zwar natürlich den Crystal, den wir vorhin gesehen haben. Let's go.
go. Okay, so Energy Crystals are waiting for power. Wow! Also, yo! Yo, habt ihr das gerade gesehen? Hier kam gerade so ein Laserstrahl! Und ich habe jetzt eine brennende Hand! Hä, lol! Warte mal, okay, das ist ganz schön crazy, Leute. Okay, ich weiß auf jeden Fall nicht, was das bedeuten soll, aber ich glaube, wir müssen auf jeden Fall etwas tun. Und wir gucken einfach mal weiter, was wir tun sollen. Okay, ihm ist das auf jeden Fall auch passiert. Ich glaube, hat man bei ihm nochmal den Laser gesehen? Nee, ich glaube, er hat gar nicht gesehen, dass es einen Laser gab. Lol, okay, auf jeden Fall auch ganz schön krass. Aber was müssen wir als nächstes machen? Ah ja, Leute, wir müssen auf jeden Fall jetzt die Danger ausschalten natürlich und High Voltage aktivieren. Oh ja, damit wir richtig Strom und Power bekommen. Nice. Wir müssen nämlich hier zu diesem City Water and Power Ort und dort aktivieren wir High Voltage und Gefahr. Lassen wir deaktiviert. Ha, 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 ha. Gesundheit? Hat da jemand gerade Gefahr gesagt? Gefahr? Nein, 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 nein. Ich habe nichts von Gefahr gesagt. Ich bin absolut 100% sicher. Gefahr im Anmarsch. Sicherheit. Was um alles in der Welt habe ich nur getan? Ich versuche das einfach mal zu ignorieren und gucke mir den nächsten Clip an. Okay, als nächstes müssen wir auf jeden Fall zum X-Ray-Raum wieder zurück, wo wir auch schon davor waren und aufs Papier geklickt haben natürlich. Und klicken jetzt daher klicken wir auf jeden Fall dieses Skalpell an. Oder ein Stift oder keine Ahnung, was das sein soll. Ehrlich gesagt glaube ich auch, dass dieses Ding auch schon mal mit irgendwelchen anderen Secrets zusammenhängt, aber ich bin mir da nicht ganz so sicher. So, wir gehen auf jeden Fall jetzt ganz kurz hier rüber, einmal hier rein und dann hinter dieses Ding und wow. Oh, okay, krass. Lol, wir werden da einfach rein teleportiert, wenn man... Ah, sehr interessant, Leute, sehr interessant. Na gut, das haben wir auf jeden Fall jetzt auch erledigt. Ich hoffe mal auf jeden Fall, dass das jetzt auch langsam das mal ist, weil es dauert wirklich alles Ewigkeiten. Hey, sag mal, Mann, du hast eine brennende Hand. Ist das eigentlich sicher? Total, total. Ich bin nämlich feuerfest. Oh Gott, ey. Alright, jetzt gehen wir auf jeden Fall in die Schule und der Raum ist jetzt geöffnet, Freunde. Hey, Leute, wir müssen auf jeden Fall einfach nur ganz easy hier diese Leiter hochklettern. Und, Mann, ist das eine coole Bewegung jetzt mit dem Feuerarm. Und jetzt sollten wir auf jeden Fall hier einen Raum freigeschaltet haben. Leute, ihr erinnert euch wahrscheinlich daran, dass ich mal versucht habe, dieses Secret zu machen, aber ich war ein bisschen zu doof dafür, es hinzukriegen. Ja, auf jeden Fall war das ganz schön interessant. Aber Freunde, jetzt müssen wir auf jeden Fall einen Code finden oder sowas in die Richtung. Und ich habe hier hinten noch gesehen, hier ist irgendwie so eine komische Botschaft oder so, die irgendwas bedeutet. Hier steht auf jeden Fall, wir lernen in Schulen, wenn wir wachsen und Nummern lehren uns, wohin wir gehen. Okay, das ist eigentlich ziemlich seltsam. Oh ja, er meint Noten wahrscheinlich so ein bisschen in die Richtung, ne? Dass halt Noten bestimmen, wohin man genau geht nach der Schule. Ist eigentlich schon ziemlich interessant, weil stimmt irgendwie schon, ist ein bisschen komisch manchmal. Aber na gut, egal. Auf jeden Fall, irgendwas mit Nummern ist auf jeden Fall auch ein guter Punkt. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall herausfinden, wo wir auf jeden Fall diese Nummern finden. Ich habe sehr oft auf jeden Fall gerade gesagt. Das schreit auf jeden Fall nach einem Daumen nach oben und ein Abo auf den Kanal. Das ist natürlich absolut korrekt. Und um den Code reinzufinden, Leute, schauen wir uns mal ganz entspannt ein kleines TikTok an. Und zwar hinter den Pflanzen. Sie werden da nicht immer spawnen. Ah, okay, sie werden nicht immer am gleichen Ort spawnen sozusagen. Aber wir sollen hinter alle Pflanzen gucken, ob wir da dann irgendwo einen Code finden. Oh Mann, der Code ist immer unterschiedlich. Okay, bei ihr ist es jetzt zum Beispiel 94321, bei mir wahrscheinlich dann nicht. Das heißt, mein lieber Sicherheitsfreund, dass wir auf jeden Fall jetzt herausfinden müssen, was genau bei uns nicht richtig läuft. So, das heißt, wir gucken mal ganz entspannt hier hinter jeder einzelnen Pflanze, ob wir da einen Code finden können. Oh Gott, Alter, ich hoffe wenigstens, dass ich einen richtigen finde. So, warte mal, hier ist auf jeden Fall nichts dran. Okay, du kannst auch mal gucken, mein lieber Freund, und sag mir Bescheid, solltest du irgendwas finden. So, gut, er guckt hier die Pflanze an. Ich guck mir mal die Pflanze an. Ich hoffe mal auf jeden Fall, dass ich nichts übersehe, weil das wäre jetzt ein bisschen doof auf jeden Fall. So, die habe ich mir schon zweimal angeschaut. So, hier ist auf jeden Fall auch noch irgendwas. Aber da ist nichts dran. Hier ist genauso wenig was dran, leider. Ah, schade auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, wo ich es jetzt eher finden sollte. Hey, Cedric, come here to the English lesson. Was? Okay, ich soll auf jeden Fall, glaube ich, zur Englischstunde kommen. Hey, Mann, was geht ab? Machst ein bisschen Training. Was hast du gefunden? Hast du hier... Oh mein Gott, hier ist die Zahl. Oha, oha, krass, danke dir auf jeden Fall. Natürlich, dafür bin ich doch da. Ich wurde jahrelang ausgebildet als der beste Sicherheitschef aller Zeiten, um Zahlen zu suchen. Hey, sieh's mal so.
Ach, vergiss es. Egal. Auf jeden Fall, 59665 ist unser Code, den wir benutzen müssen. Wir schauen mal, was passiert. Und ich bin super gespannt. Ich bin einfach wirklich super gespannt. 59665. Okay, wir merken uns das. 59665. Okay, gut. Wir müssen auf jeden Fall wieder nach oben in den Raum zurück. Ich weiß auch gar nicht, warum meine Hand eigentlich jetzt brennt mittlerweile. Keine Ahnung, warum das so ein Ding ist. Ich dachte, man müsste das irgendwie glitchen oder so beim letzten Mal, als ich das ausprobiert habe. Aber war wohl falsch. Es geht halt irgendwie anders. So. 59665 5 9 6 6 5. Okay, Leute, was passiert jetzt? Leute, wir drücken jetzt einfach 3, 2, 1, let's go! Koordinaten? Alter, was ist das denn? Oh mein Gott, jetzt ist hier so ein Leuchtball. Hä? Koordinaten sind genehmigt. 1, 1, 2, 2. Was soll das denn heißen, Freunde? Hä? Okay, ich habe keine Ahnung, was genau das bedeuten soll. Ich weiß auch nicht, was dieser Leuchtball hier zu bedeuten hat, aber das ist auf jeden Fall ganz schön krass, Freunde. Ich glaube, ich weiß, was diese Koordinaten zu bedeuten haben. Ehrlich? Was denn? Es sind Koordinaten. Ja, danke für deinen geistreichen Einwurf. Das war ja ausgezeichnet. Oh Mann, Alter. Aber ist das alles, was passiert? Ich meine, im TikTok scheint auch nicht mehr das zu passieren, dass sie einfach irgendwie den Code jetzt hier eingibt und, naja. Dann drückt sie den Knopf und es passiert dasselbe wie bei uns. Wir sind fertig. Okay, aber mehr als das scheint es nicht zu geben. Aber was genau sollen dann diese Koordinaten bedeuten? Ich meine, 1, 1 und 2, 2 ist ja halt irgendwie jetzt, weiß ich nicht, das ist, wo soll das denn bitte sein? Das ist, warte mal, Moment. Y ist oben und X ist unten. So, 1, 1 und 2, 2 ist dann hier. So, also theoretisch hätten wir jetzt ein Bild, was ungefähr so aussehen sollte. Wenn wir uns jetzt mal ein Diagramm vorstellen, haben wir den Punkt 1, 1, so irgendwie so hier und 2, 2 hier. Das heißt, wir haben hier und hier eine Koordinate. Das ist eine einfache Gerade einfach. Ich weiß aber nicht, was das bedeuten soll, Leute. Habt ihr irgendeine Ahnung? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, weil ich habe wirklich gar keinen Plan, was das heißen soll. Ich glaube auf jeden Fall, wenn ich mich jetzt nicht mehr richtig... Oh Mist, ey. Ich weiß es nicht mehr so richtig. War das hier Y und das X? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es ist eigentlich egal, weil es würde ja dasselbe rauskommen. Aber trotzdem ganz schön interessant, Freunde. Naja, keine Ahnung. Ich glaube, wir werden es auf jeden Fall irgendwann anders rausfinden müssen, Freunde. Warte, da unten. Alles im Lichtschalter. Okay. Keine Ahnung. Passiert irgendwas, wenn wir nochmal drauf drücken? Nein. Ganz schön komisch, Leute. Egal. Ich würde auf jeden Fall trotzdem sagen, liebe Freunde, das war's mit dem heutigen Video Roblox Brookhaven. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ein Abo auf den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und vielleicht finden wir beim nächsten Mal raus, was genau hier falsch ist. Lasst dafür gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.